Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS Projekt Rückkehrer. Zurück nach Schlesien. Letzte Folge hatten wir uns das Feld 23 vorgenommen, das wir relativ zügig abgeerntet haben. Dieses hier, wo Weizen drauf war. Haben dann angefangen, das Feld 64 zu ernten und sind dabei stehen geblieben. Straublager haben wir angeschaltet gehabt und müssen jetzt quasi die Ernte fortführen. Dann steigen wir mal ein und legen los. Der Drescher ist fast voll. Können wir schon mal das Rohr rausfahren und ziehen unsere Bahnen, bis er voll ist, und dann holen wir den Traktor und entleeren. Hier würde ich wieder erstmal die Menge an Krummgut ins Silo schaffen, um zwischenzulagern, und dann, wenn wir das Feld abgeerntet haben, dann entscheiden, wo wir unser Korn verkaufen, bei Bäckerei oder beim Großhändler. Das werden wir dann sehen, wie der Preis steht. Letzte Folge schon die Frage, was machen wir mit dem Stroh? Da würde ich mal schauen, was es zum Ausleihen gibt. Vielleicht gibt es ja eine kleine historische oder eine kleine Ballenpresse, wo wir kleine Ballen pressen können und die dann quasi auf unserem Wagen aufladen können. Mit unserem relativ alten Fiat. Und dann müsste man mal gucken, wo ich das Stroh verkaufen könnte. Einen gewissen Teil würde ich bei mir auf dem Hof zwischenlagern. Dann haben wir den Traktor. Da ist schon noch ein bisschen Konku drin. Wir können natürlich jetzt nicht querfeld einfahren, sonst machen wir unsere Pflanzen kaputt. Also fahren wir drumherum. Gehabt, drückt der Wagen ganz schön, weil es schon schwer ist. Und dann entleeren wir erstmal unsere Dreschmaschine. Ja, wenn ihr das feiert, was ich hier tue in dem Projekt, und ihr gerne mehr Folgen sehen wollt, lasst einfach ein Däumchen da. Es hilft dem Algorithmus. Gerne auch ein Abo. Und wenn ihr Hinweise habt, Kommentare, Verbesserungsvorschläge, was auch immer, hinterlasst einfach einen Kommentar. So. Traktor ist noch nicht ganz voll. Es geht weiter. So, jetzt wollten wir ja schöne Bahnen ziehen hin und her, also keine Kreise mehr fahren. Hoffentlich vergesse ich das diesmal nicht. Schon mal rennen.
dann die nächste Runde. Ja, wenn wir dann das Korn gut verkaufen, werden wir mal schauen, wie viel Ertrag das macht in Euro. Und dann schauen wir mal, vielleicht noch ein zweites Feld dazu zu kaufen. Oder mit der Bewirtschaftung der aktuellen Felder zu beginnen. Wir brauchen natürlich ein paar Geräte, vielleicht einen Pflug, einen Grubber, Sämaschine, vielleicht eine Striege. Schauen wir mal, wie viel Geld dann am Ende rauskommt, was dann möglich ist und was nicht möglich ist. Vielleicht auch ein kleines Forstgebiet, ein Gebiet zu kaufen, wo Holz steht, wo man, was man vielleicht schlagen kann, um zwischen den Saisonzeiten Ertrag machen zu können mit Holz. Also Holz zu schlagen und dann vielleicht zu bearbeiten oder direkt zu verkaufen. Mit dem Hänger kann man ja einige größere Holzstücke transportieren und verkaufen. Da müssen wir erstmal schauen, wie viel Euro dann rumkommen. Gleich wieder bei 80%. So, raus. Was dann meistens das Signal ist für die Abfahrer, ich bin fast voll, also entleere mich. Komm vorher und entleere mich, damit ich nicht zum Stehen komme. Leider habe ich keine Abfahrer.
ist die, der Drescher gleich wieder voll und wir müssen ihn leeren. Reingefahren. Das war nicht so gut. Mal kurz umdrehen, dass der Trecker rankommt. So, 10.000 Liter sind drin. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal zum Hof fahren müssen. Den Hänger zu entleeren. So. Am besten vorne durchs Tor. Dann schauen wir mal, wie der Hänger zu entleeren ist. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Sachte rein. Im hinteren Bereich fahren, wo unser Silo steht. Da ist es. Überladen starten. Mal gucken. Abkippseite. Abkippen links. Das ist links. Und abkippen. Eieiei. Das war nicht gut. Abkippen rechts. Doch lieber überladen stoppen. Sieht kurios aus. Ist auch noch was drin. Das ist wieder zurück. Das sieht ein Job für die Schaufel aus.
Okay, muss man mal so offen. Und fahren wieder zum Drescher. Tja, ein bisschen Korngut ist daneben gegangen. Mal gucken, wie ich das wieder aufnehmen kann und in Silo schütten kann. Ja, nobody is perfect. Jungbauer unerfahren macht Fehler. Letzte Mal die große Strecke wenden. Noch den Bereich da oben, der Hauptzahl ist. Ist aktiv in seinen Gewächshäusern. Drei Mann arbeiten hier. Geschäft scheint zu laufen.
Bereich zu machen. Vögel da hinten, die nutzen natürlich die Gelegenheit, um das Korn, was runtergefallen ist, sich zu holen und aufzupicken. Wir wollen auch von uns leben. Denke ich, schaffen wir es noch in der Folge fertig zu werden mit dem Ernten. Dann würden wir dann quasi nächste Folge den Ertrag verkaufen und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und dann kann man entscheiden, wie wir mal weitermachen. Ballen pressen, Feld kaufen oder Wald kaufen. Das wären die Optionen. Wenn ihr noch eine Idee habt, was ich machen soll, einfach in die Comments reinschreiben. Und ich werde mich danach mal richten.
jetzt zur Streifen. Dann machen wir dieses kleine Dreieck. Dann sind wir fertig. Dann bringen wir alles ins Silo. Dann schauen wir mal, wie viele Liter wir dann insgesamt haben. Dann können wir ja ungefähr abschätzen, was wir an Ertrag kriegen. Und dann können wir schon mal schauen, was für Felder da in Frage kommen würden. Oder für ein Waldstück vielleicht. Und vielleicht eine Presse ausleihen. Kostet ja auch Geld. Für unseren Strohpressen. Natürlich müssen wir die Strohballen auch irgendwie aufnehmen können. Entweder für den stehenden Pferd, weil das möglich ist, einen Gabel kaufen. Oder halt einen kleinen Kompakttraktor ausleihen. Das ist jetzt die Frage, Ausleihgebühr, rechnet sich das zum Ertrag der Strohballen? Da steht eine kleine Kalkulation an. Dann auch ein Bauer muss rechnen können. So, das war's. Dann lass da rein. Na, jetzt. Dann fahren wir den die restlichen Körner ins Silo und dann schauen wir mal, wie viele Liter wir haben. Beziehungsweise, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, lasst einen Kommentar da, ihr könnt auch ein Abo, könnt ihr abschließen, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Servus!